Ihr wollt wissen, wofür die Brücke sein soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, als erstes wollen wir mal wieder zusehen, wie ein Geschenk runterkommt. Puff. Dann gucken, dass unsere Liste da an der Seite wenigstens wieder die Pumpen drin hat. Das ist so nervig, dass die da immer rausfliegen. Wo sind Pumpen? Pumpen. Guck mal, hier steht die Zahl. Und null Konstruktoren. Nee, ist klar. Spiel, weil die ist los. So. So soll das aussehen. Danke. Ich weiß doch sonst nicht, was ich tun soll. Apropos, was ich tun soll. Wir hatten uns ja ein bisschen was vorgenommen. Nämlich Kabel ziehen. Nicht Kabel ziehen. Kabel ziehen, habe ich gesagt, mache ich ohne euch. Richtig? Hatte ich doch gesagt, ich mache hier das interne Verkabeln, mache ich ohne euch. Den anderen Kram von da oben runter verkabeln, das mache ich vielleicht mit euch. So, und ansonsten habe ich gesagt, wir machen hier den Spaß. Und fallen da runter und so. Und gucken, dass wir die ganzen Bänder gesetzt haben. Sowas wollten wir machen. Genau. Jetzt ist nur die Frage, an welcher Stelle fange ich am besten an? Und ich glaube, die beste Stelle zum Anfangen wäre die. Drums. An der Sachen kommen, die dann rausgehen. Weil ich muss mir auch noch was überlegen, wie ich den Spaß da hochkriege. Danke. Ohne Musik werde ich hier wahnsinnig. Aber mit zu lauter Musik ist das auch nicht so schön. So, wir hatten einen davon hier auf 50% müssen wir setzen. Oder ich habe die schon wieder vergessen, richtig einzustellen. Ja, habe ich. Dann machen wir das als erstes. Die vier Ummantelten machen wir. Einmal. So, ist da rein. Und wir müssen ja das Zeug hier von einem müssen wir darüber bringen. Dahin. Da hoch und zu dem zu unserer anderen Fabrik da drüben rüber. Ist die Frage, will ich mit so einem Quatsch anfangen? Oder die sind aus 20 Minuten. Wenn ich sage, also der ist natürlich deutlich näher an dem an der Lücke da dran. Wie sieht denn das aus? Wie kriege ich denn das da drüben hin? Auf den setzen wir jetzt nur auf 50%. Dann haben wir das. Dann können wir uns nämlich die Gedanken darüber machen. So, wenn ich den jetzt nehme und hier vorne, weil der muss auch gar nicht an den ganzen anderen Kram angeschlossen werden, sondern der geht einfach rüber. So, und weil das natürlich wieder so blöd rauskommt, ziehen wir es einfach komplett durch. Dann können wir damit nämlich da hinten schon mal hingehen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich das Rezept grundsätzlich schon kenne. Wahrscheinlich ist das jetzt auch richtig gut, was ich hier mache. Bleiben wir bei 5. So. Wir schauen mal. Wie wird das jetzt da hoch? Ich würde sagen, hier so hin.
Und dann auch wirklich ganz stumpf hier vorne dran. Räumel nach oben. Das ist nur das Problem. Ihr habt hier keinen Strom, um da hochzukommen. Komme ich hier irgendwo an Strom von da unten ran? Nein. Okay. Das heißt aber, das ist schon mal, der eine ist klar. So. Ja, ist da jetzt kein Kopf rum und ein Geschiss rum, sondern wir wissen, der eine hier ist dediziert für den Kram da oben. Ah, für die ganzen Dinger. Ich brauche doch sowieso immer irgendwie genau so ein Manifold, dass ich die Dinger da reinsetzen kann. Dann wäre das doch vielleicht gar nicht so clever doof, wenn ich mir einen Blueprint dafür mache. Ne? Dann nutzen wir doch auch die neuen Mechaniken und bauen uns einen Blueprint, oder? Da hat das Ganze sogar einen Mehrwert. Auch für euch. Ist doch schön. Ist doch eine gute Idee. Mein Blueprint-Ding ist los. Wo bist du? Du stehst hier. So. Das heißt, wir setzen uns hier rein. Nehmen wir das hin. Wir haben Zeug dabei dafür. Das ist schon mal gut. Wie machen wir uns denn jetzt die Gedanken? Wir machen uns die Gedanken, dass das alles von dieser Seite reinkommt, ne? Und das wird euch jetzt wahrscheinlich eventuell wie ein Déjà-vu vorkommen, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber um da vorne dieses Türmchen da richtig zu setzen, damit das auch perfekt abschließt, habe ich einfach das Safe Game nochmal neu geladen. Ich hatte hier dann den Blueprint und das neu hingestellt. Und zwar so, dass es auch passt. Habe ich ganz klammheimlich ohne euch gemacht. Es tut mir leid. Mir fehlen Kabel. Dann gehen wir mal in die Richtung da. Schon mal hier sind, können wir uns vorsichtshalber auch Platten mitnehmen. Und irgendwo waren auch Eisenstangen drin, hier hinten, glaube ich, zu mich erinnern. Zu mich erinnern. So, dann haben wir das. Und jetzt auch nicht so verkehrt wäre noch ein bisschen. Guck mal, das Zeug bin hier schon mal raus. Ein bisschen hiervon. So. Moment. Hier sind wir doch eigentlich schon mal ganz gut, oder? Ja, perfekt, hier wollte ich. So, okay. Wir ziehen das Kabel noch eben, damit wir hier auch einen Fluchmast haben. Perfekt. So soll das sein. Jetzt fangen wir an. Wir möchten das, wenn ich das so mache.
werden wir jetzt herausfinden, ob das geht. Echt jetzt? Es ist jedes Mal das Gleiche. So, dann hier. 2, 3. Hier. 3. Dann. Die sich mir stellt. Macht das Sinn, das hier dran zu setzen? Da. Wir brauchen das. Das. Und das. Dann haben wir sie schon mal zusammen. Der ist kein Problem. Der ist kein Problem. Der wäre ein Problem. Deswegen machen wir den. So. Und den. So. Kann der weg. So, das hier wäre jetzt unser Manifold, wie es so schön heißt. Das nee, das können wir nicht, weil das geht unten durch. Ich will die jetzt nicht nehmen. Auch noch machen. Probieren wir jetzt einfach mal aus, ob das funktioniert, was ich mir hier so denke, oder ob das eher eine doofe Idee ist. Dann brauche ich den hier oben aber auch nicht. So. Ja. Das Ding bauen wir uns und dann setzen wir das da unten überall hin. Wie nennen wir das denn? Manufaktur Manifold. Könnten wir es auch einfach Money nennen, oder? Money. Zeichen setzen. Geht. Wir machen mal eine Category. Die nennen wir Manifold. Select Icon. Welches Icon könnten wir dann denn mal nehmen? Ich kann euch nicht erklären, warum, aber wir nehmen das einfach mal. Machen wir da oben mal. Hä? Manifold. So. Nee, Quatsch. Ja, ich mach's gerade auf Englisch, ich weiß. Add Blueprint. Light Changes. Zu. Symbol. Da hätte ich jetzt gerne im Splitter. Das ist ein intelligenter Splitter, sowas habe ich. Bin ich auch. Da sehe ich mich nicht, könnte man auch sagen. Farbe ist mir egal. Blaupause speichern.
So, Designer leeren. Jetzt nehmen wir uns die Kiste, alles raus, fertig. Und wir fliegen wieder da hinten hin. Genau, einmal darüber. Auch nee. Blums. Hier drüber und dann fangen wir dort an. Wir wollen den Spazier hier hinsetzen. Und jetzt müssen wir einmal gucken, wie kriegen wir das denn am besten hin? Wenn ich jetzt die Blaupause nehme, Manifolds, diese hier. Jetzt muss ich das natürlich auch so hinsetzen, dass das anschließt, ne? Es ist gerade echt schwer zu erkennen. Ich behaupte mal so. Ich behaupte, war falsch. Er ist jetzt aber doof gelaufen. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nämlich von Hand wieder wegmachen. Alles weg. Dann machen wir nochmal. Also da ist schon mal gut. Warum drehst du dich immer? Das sieht gut aus. Dahin. Nein. Und dahin. Also, was nicht so gut aussieht, ist, dass ihr euch nicht anschließt. Das heißt, ich musste jedes Mal abbauen und neu setzen. Ja, gut. Ich nehme das jetzt mal so hin. Ich könnte den Blaupause. Ja. Richtig, genau. Den Blaupause könnte ich auch noch anpassen. So, jetzt versuchen wir aber, dem gleiche Blaupausen. Wie schrecklich kriege ich das grammatikalisch noch? Nicht drehen, ey. So sieht das gut aus, aber ich traue dem hier auf der Seite noch nicht. Will ich nämlich sagen, es muss noch einen zurück. Nicht seekrank werden, alles gut. So. Jetzt noch diese Guidelines hätte, das wäre richtig, richtig, richtig toll. Habe ich auch nicht. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir Uran von da hinten hinkriegen. Erstmal müssen wir uns überlegen, wie wir den Spaß zu Ende machen. Gehe ich nochmal eben wieder abreißen und dran machen, ist halt auch Quatsch. Ich würde sagen, ich gehe nochmal eben zum Blueprint Designer. Wo habe ich? Irgendwo.
Wunderbar. Da geht's hoch. Und passt das einmal an. Hier hin. Gut. Wir sagen einmal Blaupause laden. Diese dort. Ist drin. Wir nehmen dich weg. Wir nehmen dich weg. Und wir sagen Blaupause speichern. Na, was ich ja noch überschreibe. Dann gibt es ein Designer leeren. Ein alles nehmen. Und wieder zurück. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Ja, das Ganze einmal so. Ja, unten. Damit bin ich auch so flexibel, dass ich das einmal von links und einmal von rechts laufen lassen kann. Ne? Das ist die richtige Höhe. Das ist die richtige Höhe. Fertig. Nächste Runde. Da ist gut. Da ist gut. Hier aus. Ja. Das wieder los. Schwer zu sehen. Da ist sie. Okay. Wieder. Was wetten wir, dass ich jetzt wieder irgendwo die Linie verkackt habe? Vorher schon? Wäre gut. Da ist sie wieder. Schauen einfach mal, ob wir das noch weiter hinkriegen. Da sieht gut aus, aber hier sieht es so gut aus. Das gefällt mir besser, da ist auch die Linie. So, da ist nur einer. Sag mir nicht, ich habe das hier hingekriegt. Ey, mega! Das ist. Ist doch so gar nicht meins, irgendwas mal halbwegs auf Anhieb hinzukriegen. Damit ist das dran. Das ziehen wir jetzt einmal hier durch. Und dann haben wir das erste schon mal angeschlossen. Ich glaube, so machen wir die nächsten Folgen auch weiter. Ja, das wird sich jetzt ein bisschen wiederholen. Bleibt leider da nicht aus. Oder ich müsste es halt. What the fuck? Ich müsste es halt komplett ohne euch machen. Das ist irgendwie doof. Wenn wir dann auch irgendwann die Ideen ausgeben, was wir dann weitermachen. Während wir darauf warten, dass da oben endlich mal die vierte Phase 4 abgeschlossen wird. Wobei, wäre das nächste Projekt. Einfach gucken, was brauchen wir alles, um Phase 4 schneller fertig zu kriegen. Sag mal!
Ist ja nicht mehr viel, was fehlt. Ist ja nur noch der nur dieses eine Ding da. So, jetzt noch ein paar Mal oben hinten irgendwo. Ah, okay. Danke, dass es für dich gut, aber ich wollte noch nicht. Okay. Weiter schon. Wir müssen da vorne hin. Habe ich hier irgendwo zufällig. Oh, sehr gut. Läuft ja richtig gut. So wollte ich das haben. Also ja, den muss man einmal bauen. Aber das hilft. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die Blueprints von mir haben wollt. Ich die dann, keine Ahnung, meiner Homepage zum Download anbiete. Natürlich umsonst. Also, ne? Jetzt für Blueprints Kohle verlangen, ist für solche billigen Teile eher nicht so. Auch nicht irgendwie mit in meinem Patreon oder so. Ich weiß, Kibitz macht sowas. Der macht es auch anspruchsvoller und alles, das kann ich verstehen. Alles gut. Für ihn ist das ja auch hauptberuflich. Ich mach das ja nebenbei. Daher alles okay. Bei mir hättet das umsonst. Und sind dann auch nur Sachen, die ihr hier seht. Also, wenn ich hier einen Blueprint baue, könnte ich den dann da entsprechend anbieten. Wenn ihr möchtet, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und wenn ihr sowieso schon da unten seid, dann haut doch mal auf den Abo-Button, sofern ihr es noch nicht getan habt. Das wird mir auch extrem weiterhelfen. Finde ich super. Dankeschön. So, wie viel habe ich denn noch? Warte mal. Die zwei machen wir noch. Oder ist die Folge für heute auch schon wieder um? Die Zeit, die rast. Das ist ja Wahnsinn. So. Weil ich jetzt da nicht die Taste gedrückt habe, sondern wieder ins Menü gegangen bin. Egal. So, da sind wir. Wir haben das so weit gelegt, dass wir den einfach nur noch da hochlegen. Der eine hier macht das. Jetzt müssen wir uns noch um den Abfluss hier kümmern. Das geht alles nach da hinten runter, weil dann können wir die Reihe hier drunter bedienen. Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich hier mit angefangen habe. Weil das muss ja dann in die 10 Teile da drunter kommen und deswegen passt das dann. Okay. Das hätten wir. Okay, das läuft hier durch. Macht das hier noch Sinn? Eigentlich kann ich doch hier hingehen und sagen, am Ende brauche ich euch nicht. So viele Gedanken machen wir uns jetzt noch. So. Dann liegt das hier nicht so nutzlos am Ende. Perfekt. Jetzt sagt mir noch mal einer, ob da oben mehr geworden sind oder weniger, während wir hier rumgespielt haben.
Ah, okay, hat sich erledigt, die Frage. Vergesst es einfach, da kam einer hinzu. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen weg, großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Blueprints haben wollt. Und damit, macht es gut. Käffchen.